Liebler jetzt mit dem Fehlpass. Ball aber sofort wieder zurück zum GAK. Jetzt können sie über die rechte Seite gehen. Lang mit der Hereingabe. Und da ist es. Michael Cheokua mit dem 1:0. Debüttreffer im rot-weißen Dress. Die Nummer 99 von Austria Lustenau gekommen. Er erzielt in seinem ersten Ligaspiel für Rot-Weiß seinen ersten Treffer. Für das wurde er geholt. Und dann steht hier 1:0. Der GAK eröffnet die Admiral Liga 2 Saison für die Rotjacken. Hier gibt's Gelb für Sulzner. Geht hier nur auf die Beine. Absolut korrekt nach diesem Foul gegen Markus Rusek. Aber was für ein Tor, das 2:0 für den GAK. Wunderschöne Freistoßvariante. Miloš Jovičić, der Kapitän, macht's. Wunderschönes Tor. Das war wohl genauso einstudiert. Schauen Sie das Ganze nochmal an. Lichtenberger und Schriebel stehen dort. Schriebel in den Rückraum. Jovičić läuft hinein und dann wirklich schön abgeschlossen. Der ist nicht einfach. Vom Lask. Solm, vor allem auch mit seinen 1,89 in der Luft das Mittelfeld stabilisieren für die Niederösterreicher. Und Ball einfach mal abgezogen. Und da steht es 3:0. Lichtenberger, was für ein Tor. 59. Spielminute. Ich freue mich jetzt schon auf die Zeitlupe. So, jetzt nochmal anschauen und gemeinsam genießen. Jager. Ball geht zu Lichtenberger, der zieht einfach ab und der Ball, der passt sowas von haarscharf. Keine Chance für Elias Scherf, auch wenn er hier noch drankommt, aber der passt. Aber sowas von genau. GAK 3, Amstetten 0. Der Gruß hinaus zu den Fans, so kann man sich im eigenen Stadion bei den eigenen Fans vorstellen.